In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gilt eine Expedition nach Ägypten nur dann als erfolgreich, wenn die Forscher möglichst viele wertvolle Schätze mit nach Hause bringen. Dazu war jedes Mittel recht, sogar Sprengstoff. Der französische Ausgräber Auguste Mariette hatte in Saqqara, südlich von Kairo, 1851 den Zugang zu einem Grab entdeckt. Hier vermutet er reiche Funde. Ein Jahr hatte Mariette gesucht, um den Grabeingang aufzuspüren. Jetzt endlich ist der Moment gekommen, an dem seine Bemühungen belohnt werden. In den Zentren Europas keimt unterdessen die zarte Pflanze einer neuen wissenschaftlichen Art der Altertumsforschung. Der 15-jährige Heinrich Brugsch sitzt fast jeden Abend in der ägyptischen Abteilung der Königlichen Kunstsammlungen zu Berlin vor rätselhaften Zeichentafeln. Die demotischen Inschriften, eine Kursivform der Hieroglyphen, erworben. Obwohl sich Brugsch um seinen kleinen Bruder Emil kümmern muss, kopiert er unermüdlich Seite um Seite in sein Notizbuch. Noch geben ihm die Inschriften und Bilder keine Antwort auf die Fragen, die nicht nur Wissenschaftler bewegen. Wann und von wem wurde das Pharaonenreich gegründet? Ob seine Demotisch-Kenntnisse vielleicht einmal helfen werden, darauf eine Antwort zu finden? Ohne jemals in Ägypten gewesen zu sein, ist einige Jahre später aus dem Schüler der führende Hieroglyphenexperte Europas geworden. Die Feldforschung ist aber noch den Trophäenjägern vorbehalten. Mariettes Methoden sind rustikal, aber effizient. Mögliche Zerstörung nahm er in Kauf. Das alte Ägypten hielt so viele Fundstücke bereit, dass es auf den einen oder anderen Verlust nicht ankam. In Saqqara ist Mariette dieses Mal aber nicht auf der Suche nach einem Königsgrab. Er fahndet nach dem heiligen Apis-Stier. Der Apis wurde schon seit der ersten Dynastie um 3000 vor Christus als Fruchtbarkeitsgott verehrt. Der Stierkult hielt mehr als drei Jahrtausende an. Selbst die Könige des Neuen Reiches führten noch regelmäßig den Beinamen starker Stier. Für die alten Ägypter war der Apis der irdische Repräsentant des Schöpfers der Welt. Der Legende nach wurden die Stiere mit ähnlich viel Schätzen wie die Pharaonen begraben, in riesigen Särgen in der Nekropole von Saqqara, nahe dem einstigen Regierungssitz Memphis. Wissenschaftler vermuten, dass 70% der Grabanlagen von Saqqara noch immer unter dem Sand begraben liegen. Denn es war die Nekropole für viele Dynastien. Vom Alten Reich bis in die Spätzeit ließ sich hier die altägyptische Elite bestatten. Grund genug für Mariette, sich in den freigelegten Eingang des Stierfriedhofs zu wagen. Generationen von Grabräubern vermuteten hier reiche Beigaben. Doch alle Schatzgräber hatten bisher vergeblich nach den unterirdischen Stollen gesucht, die zu den Stiersärgen führen sollen. Mariette und seine Helfer denken, sie seien die Ersten, die die kalten Katakomben seit Jahrtausenden betreten. Sie stoßen auf einen Sarg. Doch offenbar war jemand vor ihnen da. Was sehen Sie? Nichts. Obwohl der Sarkophag leer ist, gibt es keine Hinweise auf Plünderungen, wie sie Mariette in Gräbern der Pharaonen schon oft gesehen hat. Wurden die Stiere und die Schätze vor langer Zeit aus Angst vor Grabräubern doch an einer anderen Stelle begraben? An den Wänden sind Schrifttafeln angebracht. Wenn es eine Erklärung für eine Umbettung der Apis-Stiere gibt,
dann muss sie in die Tafeln eingraviert worden sein. Mariette hatte sich intensiv mit den Hieroglyphen beschäftigt. Aber diese seltsamen Zeichen kann er nicht entziffern. Mist! Ich kann das nicht lesen! Noch heute ist der unterirdische Stierfriedhof das sogenannte Serapeum, ein mysteriöser Ort. Der Granit für die 100 Tonnen schweren Sarkophage wurde aus dem 1000 Kilometer entfernten Aswan herangeschafft und jeder der Särge aus einem einzigen Stück gefertigt. Insgesamt 24 Sarkophage fand Mariette in Serapeum, jedoch ohne jede Spur eines balsamierten Stiers. Bis heute ist ungeklärt, ob in Saqqara wirklich Stiere bestattet worden sind. Mariette veröffentlicht einen genauen Plan des Serapeums. Denn er ist nicht nur Schatzsucher, er ist auch einer der ersten Ägyptologen. Der Franzose tritt in Saqqara in die Fußstapfen der griechischen Gelehrten, die bereits um 25 vor Christus über das Serapeum berichteten. Zumindest diesen wissenschaftlichen Erfolg der Wiederentdeckung der Stiergräber kann ihm nun keiner mehr nehmen. Zur Einordnung seines Fundes fehlt Mariette allerdings die Übersetzung der rätselhaften Aufzeichnungen in Demotisch. Eine Schriftart, die selbst heute noch manch modernen Ägyptologen herausfordert. Wie auch auf der Nilinsel Elefantine, 1000 Kilometer nilaufwärts bei Aswan, wo die Wüste bis an den Nil heranreicht. Elefantine ist noch heute die erste ägyptische Stadt, die nubische Händler aus dem Süden erreichen. Die Stadt auf der Insel wuchs bis zum 13. Jahrhundert vor Christus mehr als 4000 Jahre kontinuierlich. Ein Dorado für Ägyptologen. Seit fast 40 Jahren erkundet das Deutsche Archäologische Institut zusammen mit dem Schweizer Institut für ägyptische Bauforschung die Siedlungen auf Elefantine. An der Tagesordnung sind dabei Funde mit demotischen Inschriften, deren Übersetzung die Archäologen oft überfordert. Demotisch ist mit Sicherheit eine der Richtungen der Ägyptologie, die noch am meisten Potenzial für die Zukunft auch hat. Das liegt zum einen daran, dass es eine unglaublich schwierige Sprache und Schrift ist, die noch nicht sehr vielen Kollegen überhaupt beherrscht wird. Also zum Beispiel hier auf dieser Grabung, wir fördern diese Texte und verschicken sie dann in Form von Fotos an die Spezialisten in Deutschland, weil wir auch nicht in der Lage sind, das jetzt hier wirklich vollwertig zu übersetzen. Das Schreiben in kunstvollen Hieroglyphen oder der ersten Kursivform, dem Hieratischen, wurde den alten Ägyptern zu aufwendig. Eine Schnellschrift musste her. Deshalb entwickelten sie Demotisch als Alltagsschrift. Während die Babylonier eine Tontafelbibliothek für die Aufzeichnung ihrer Epen anlegten, dachten die alten Ägypter praktisch. Denn Ägypten hatte schon sehr früh eine funktionierende Verwaltung, aber damit auch eine der ersten Bürokratien der Welt. Rechnungen, Verträge, Quittungen, private Dokumente, alles wurde ab 700 vor Christus in Demotisch geschrieben. So müssen auf Elefantine über 900 Scherben und Papyri mit demotischer Beschriftung sortiert und dokumentiert werden, bevor sie zur Übersetzung zu den Philologen geschickt werden. Der Inhalt kommt einem manchmal überraschend modern vor. Hier wurde die Gütertrennung einer Ehe geregelt. Die Konditionen werden formuliert, unter welchen Bedingungen die Ehefrau welche Gegenstände aus dem Haus mitnehmen darf, sollte die Ehe scheitern. Da man auf der Insel nicht in die Breite bauen konnte, wuchsen die Siedlungen nach oben, Schicht um Schicht. Eine Fundgrube für moderne Archäologen. Artefakte aus mehr als 4 Jahrtausenden auf dem Präsentierteller.
Elefantine hat die einmalige Chance, sicher zu sein, dass man Text in größeren Mengen auch aus stratifiziertem Kontext aus den Häusern selbst findet. Und das ist etwas, was zum Beispiel Brugsch anno dazumal nur in ganz geringen Mengen zur Verfügung hatte. Der musste sich halt auf die Papyrusbestände aus den Museen oder aus dem Kunsthandel hier in Ägypten damals beschränken. Auf Empfehlung von Alexander von Humboldt gelangt Heinrich Brugsch 1853 endlich nach Kairo. Ein Experte auf dem Gebiet alter Schriften, in Ägypten aber ein Neuling. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Unterstützt Brugsch zwar mit Empfehlungsschreiben, aber leider nur mit 1500 Talern. Eine bescheidene finanzielle Ausstattung. Denn die Preise für Antiquitäten sind in Ägypten enorm gestiegen. Den gewitzten arabischen Händlern ist das gewaltige Interesse der Europäer natürlich nicht entgangen. Nach Napoleons Ägypten-Expedition kauften auch der bayerische und der preußische König nahezu alles, was aus den historischen Städten stammte. Sogar die noch nicht zu entziffernden alten Schriftrollen. Für Brugsch sind die Papyri die einzige Möglichkeit, mit seinen Demotisch-Studien voranzukommen. So geht der Großteil seines schmalen Budgets an Händler, die Papyri von Grabräubern aufkaufen. Hey, kommen Sie zurück. Für 50 Pfund können Sie das Papier haben. Wie vor 150 Jahren stammen auch heute viele ägyptische Altertümer aus zweifelhaften Kanälen. Die oberste Antikenbehörde in Kairo kämpft mit einer ganzen Abteilung gegen eine international vernetzte Kunsthandelmafia, die Artefakte vor allem über Auktionshäuser anbietet. Wir haben inzwischen mit vielen Ländern Abkommen, um die gestohlenen Artefakte wieder zurückzubekommen. Das war nötig, weil das erste echte Gesetz, das die Ausfuhr der Antiquitäten auch unter Strafe stellte, erst 1983 erlassen wurde. Bis dahin konnte alles verkauft und außer Landes gebracht werden. Um das Wildern in den Ausgrabungsstätten zu unterbinden, wurden neue Regeln aufgestellt, auch in Saqqara. Archäologische Kampagnen erhalten nur noch dann eine Lizenz, wenn sie ihre Funde der ägyptischen Altertümerverwaltung vorlegen. Der Leiter dieser Behörde, Zahi Hawass, ist selbst Archäologe und entscheidet, wer wo in Ägypten graben darf. Wer hier forschen will, muss meine Regeln einhalten. Wenn man der Beschützer dieser Monumente ist, die der Welt gehören, muss man streng sein. Und ich bin streng. Mit jedem. Hawass' Team legt in Saqqara die Grabanlage des Pharao Teti frei. Er herrschte vor 4300 Jahren und wurde vermutlich von seinen Leibwächtern ermordet. Doch die Anlage birgt nicht nur Funde aus der 6. Dynastie des Teti. Denn der Stadtfriedhof von Memphis wurde über Jahrtausende immer wieder belegt. Entsprechend viele Funde wurden hier bereits geborgen. Und in jeder Grabungssaison entdecken die Forscher weitere. Wie diesen Sarg eines hohen Regierungsbeamten, der um das Jahr 100 vor Christus in einem 6 Meter tiefen Schachtgrab bestattet wurde. Noch viele archäologische Schätze schlummern im Sand von Saqqara. Und die wollen sich die Ägypter nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Saqqara was a place that many foreigners excavated here. Mariette, the German. In Saqqara haben schon immer viele Ausländer gearbeitet. Mariette, die Deutschen, die Japaner. Wir wollten schon immer eine rein ägyptische Expedition durchführen, um uns mit all diesen Nationen zu messen. Heute arbeiten viele junge Ägypter hier, die ich angeleitet habe. Ihre Arbeit ist beeindruckend und ihre Erfolge können sich überall sehen lassen. Ägypten besinnt sich auf seine historischen Wurzeln. Die Vorarbeit wurde jedoch bereits vor 150 Jahren geleistet.
Nach mehreren Monaten muss Mariette einsehen, dass er auf fremde Hilfe angewiesen ist, um die Inschriften im Serapeum zu verstehen. Er wendet sich an Heinrich Brugsch, auch wenn der bis zu diesem Zeitpunkt an noch keiner einzigen Grabung teilgenommen hat. Ah, Monsieur Brugsch. Hatten Sie eine gute Reise? Sehr gut, danke. Kommen Sie, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Obwohl Mariette die Praxis der theoretischen Wissenschaft vorzieht, von Brugsch hat er schon viel gehört. Der Deutsche beginnt sofort mit der Arbeit, begierig seine Demotisch-Kenntnisse anzuwenden. Er erkennt schnell, dass diese Zeichen im Serapeum etwas ganz anderes erzählen als alles, was er bisher übersetzt hat. Der Inhalt eine Sensation. Hier ist tatsächlich von den Apis-Stieren die Rede. Doch statt Indizien auf den Verbleib der Grabbeigaben findet Brugsch etwas anderes, Wichtigeres, einen ersten Hinweis auf die Chronologie des Pharaonenreiches. Denn jeder Stier ist einem Pharao zugeordnet. Brugsch kann über die Geburts- und Todesjahre der Stiere so die Regierungszeit der jeweiligen Herrscher rekonstruieren. Eine Ahnenreihe, nach der zahlreiche Forscher vor ihm vergeblich gesucht hatten. Ah, Mariette, ich habe hier etwas wirklich Interessantes gefunden. Diese Daten der Stiere beziehen sich auf die Pharaonen. Tatsächlich? Damit kennen wir jetzt die Abfolge der Pharaonen. Den Beginn des alten Ägypten. Mariette beginnt die Dimension seines Fundes zu begreifen. Es ist die erste zweifelsfreie Grundlage der ägyptischen Reichsgeschichte und ihrer Chronologie. Auch Mariette hatte sich gefragt, welcher König der Begründer dieses sagenhaften Imperiums war und wann der Grundstein für dieses alles überstrahlende Reich gelegt wurde. Die Einschätzungen der Gelehrten gehen 1853 noch um Jahrtausende auseinander und das hatte einen guten Grund. Wie die meisten Chronologien antiker Völker richtet sich auch die ägyptische nicht nach einem Fixpunkt. Die Ägypter begannen mit jedem neuen Pharao auch erneut mit der Jahreszählung. 1864 wurde eine weitere Chronologie gefunden. Die berühmte Königsliste von Abydos. Für Brugsch und Mariette ein wichtiger Anhaltspunkt, denn die Liste bildet mit umrahmten Emblemen, den sogenannten Kartuschen, 75 Pharaonen ab. Die erste Kartusche zeigt die des Pharao Menes, der 2955 vor Christus herrschte. Doch war wirklich Menes der erste Pharao? Nur langsam nähert sich die moderne Wissenschaft den tatsächlichen Anfängen des alten Ägypten. Inzwischen wissen die Forscher, dass Menes nicht der erste Herrscher war. Wer aber regierte vor ihm? Der Ägyptologe Günther Dreyer ist der Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo. Er arbeitet seit über 30 Jahren in Ägypten, doch seine jüngsten Entdeckungen haben selbst den erfahrenen Wissenschaftler verblüfft. Diese Funde waren schon sehr überraschend und man kann sie schon fast sensationell nennen, weil man bisher nicht angenommen hatte, dass es überhaupt Schriftzeugnisse und Quellen, die uns über diese Zeit noch etwas berichten können, gäbe. In Abydos ging Günther Dreyer auf die Suche nach der Dynastie, die Wissenschaftler die Nullte nennen. Er entdeckte Gräber, die noch mindestens 150, wenn nicht sogar 200 Jahre älter sind als die der ersten Dynastie des Menes. Ein über 5000 Jahre alter Krummstab aus Elfenbein wurde geborgen, einem Königszepter ähnlich. Vielleicht das Zepter des ersten Herrschers der Dynastie Null. Auf einem der geborgenen Gefäße ist deutlich das Zeichen eines Skorpions zu erkennen. So bekam dieser vielleicht erste König seinen Namen, Skorpion. Für die Ägyptologie bedeutet Abydos einen Meilenstein auf der Suche nach den Wurzeln der Hochkultur. Aufgrund dieser Funde können wir die historische Entwicklung um gut 200 Jahre weiter zurückverfolgen. Was war vor der Reichseinigung? Es gab eben ein Teilreich zunächst in Oberägypten, das sich nach und nach über ganz Ägypten ausdehnte. Wir haben damit die Grenze zwischen
Vorgeschichte und historischer Zeit um gut 200 Jahre verschieben können. Nachdem er die Bedeutung der von ihm entdeckten Ahnenreihe begriffen hat, ändert Mariette seine Arbeitsweise. Aus dem rustikalen Ausgräber wird ein ernstzunehmender Forscher. Heinrich Brugsch avanciert zu seinem engsten Vertrauten. Er begleitet Mariette immer weiter Nil aufwärts. Unterstützt von Brugsch entwickelt sich Mariette zum Ausgräber der Superlative. Berauscht von der Fülle und Schönheit der Tempel, leitet Mariette Grabungen an 30 verschiedenen Plätzen. Schließlich gelangen Mariette und Brugsch nach Theben. In seinem Tagebuch schreibt Brugsch: Wir lernten voneinander und ergänzten die Lücken unseres Wissens der Altertumskunde und der ägyptischen Sprache durch den Austausch unserer Gedanken. Je mehr Tempel und Monumente sie freilegen, desto weniger Artefakte schickt Mariette nach Frankreich. Denn mit seinen Funden wächst in ihm die Erkenntnis, dass die ägyptischen Altertümer ihren Platz hier im Land haben. Nach einigen Jahren hat Mariette so viel zusammengetragen, dass er ein Museum füllen kann. 1858 wird es in Kairo eröffnet, der Vorgänger des heute weltberühmten ägyptischen Museums. Zu dem ägyptischen Machthaber, dem Khedifen Mohammed Said, pflegt Mariette ein gutes Verhältnis. Für den Khedifen sind die Altertümer ein willkommenes Aushängeschild für sein Land. Er ernennt Mariette zum ersten Museumsdirektor und erhebt ihn in den Rang eines Paschas. Der geadelte Mariette Pascha gründet die erste Antikenverwaltung Ägyptens. In einem separaten Saal hat Mariette einen Ehrenplatz für den größten aller Pharaonen reserviert, Ramses II. Dessen Sarg konnten Mariette und Brugsch trotz aller Anstrengungen bislang noch nicht finden. Das ägyptische Museum steht heute mitten im Herzen von Kairo. Die Sammlung umfasst inzwischen 1.500.000 Fundstücke. Die Ausstellungsräume der Obergeschosse waren schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts überbelegt. Die neu eingelieferten Stücke mussten in den Keller eingelagert werden. Oft planlos, ohne Vermerke über den Fundort. Irgendwann ging hier jede Ordnung verloren. Was genau in dem 3000 Quadratmeter großen Gewölbe vor sich hin dämmert, wusste lange niemand. Bis 2004 zum ersten Mal eine Frau die Leitung des Museums übernahm. Wafa El-Sadik ordnete erst einmal einen ordentlichen Hausputz an. Der Keller des Ägyptischen Museums ist wie ein eigener Grabungsort. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir hier noch Funde machen, die die Welt sehr überraschen werden. Immer wenn der Keller neue Artefakte preisgibt, wird es im museumseigenen Konservierungslabor hektisch. 6 Archäologen haben monatelang die unterirdischen Schatzkammern durchforstet. Jeder neu untersuchte Sarg könnte der eines Königs sein. Vieles verloren Geglaubte haben die Konservatoren bereits im eigenen Keller wiederentdeckt. Trotz akribischer Rekonstruktion, in einigen Fällen weiß niemand, woher die Fundstücke stammen. Wie sie in den Kontext der über 3000-jährigen Geschichte des alten Ägypten passen. So werden die Artefakte so gut es geht erfasst, oft mit wenig fantasievollen Bezeichnungen. Hier handelt es sich um eine große Maske aus einem Sarg. Einige der einst eingelieferten Funde werden nie wieder auftauchen. Denn vor 150 Jahren war der Museumskeller ein Ort für dunkle Geschäfte.
als die Mumien des Museums zur einträglichen Nebeneinkunft für unterbezahlte Angestellte wurden. Emil Brugsch, der Bruder von Heinrich Brugsch, ist der neue Konservator. Er macht mit dem Verkauf von Mumien lukrative Geschäfte. Lange hat Mayet ein Auge zugedrückt. Doch auch wenn Emil Brugsch der Bruder seines guten Freundes ist, hat Mayets Geduld ein Ende. Museen und reiche Privatleute in Europa und den USA werden direkt aus seinem Museumskeller beliefert. Für den Direktor ist das irgendwann zu viel. Ihr habt hier nichts verloren. Verschwindet! Raus hier! Raus! Emil, das geht so nicht, wirklich. Was sollen wir nur mit dir machen? Es dauert weitere 2 Jahre, bis Mayet aus Emil Brugsch einen wissenschaftlichen Assistenten gemacht hat. Erst dann führt er ihn in das Tal der Könige. Der oberste Direktor der ägyptischen Altertümer erweitert sein Aufgabenfeld. Seine ganze Schaffenskraft widmet er der Suche nach der verschwundenen Mumie von Ramses II., besessen von der Idee, den Sarkophag des mächtigen Pharao zu entdecken. Das Grab des Ramses war zwar schon lange gefunden, doch es war leer. Auf dem Schwarzmarkt waren nun aber immer mehr Grabbeigaben aufgetaucht, die nur einen Schluss zuließen. Räuber hatten die wirkliche letzte Ruhestätte des Ramses gefunden. Mariette vermutet, dass sich der Sarg von Ramses noch immer irgendwo hier im Tal der Könige befinden muss. Nur wo? Was Mariette nicht ahnt, die Priester des Gottkönigs hatten ihren Pharao schon vor Jahrtausenden aus dem Tal der Könige herausgeschafft. Denn wie die Totenruhe vieler anderer Herrscher, währte auch die des Ramses nur wenige Jahre. Dann kamen die Räuber. Sie stahlen das Gold, aber ließen die Särge zurück. Um sie für die Ewigkeit zu retten, versteckten die loyalen Priester um 1000 vor Christus die Mumien ihrer Könige an geheimen Plätzen. Die Pharaonen begannen zu wandern und verließen das heilige Tal der Könige. Heute geht im Tal der Könige von den Plünderern keine Gefahr mehr aus. Nachtwächter schützen jede einzelne Kammer. Trotzdem sind die berühmtesten Gräber der Welt wieder bedroht. Die Wissenschaftler des Theban Mapping Project haben es als erste gemerkt. Luftfeuchtigkeit und Temperaturen in den Grabkammern haben sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Verursacht durch die Touristen, für die bei Morgengrauen die Tore geöffnet werden. Mit jeder neuen Busladung wird Feuchtigkeit und Wärme in die Gewölbe transportiert. 8000 Besucher drängen sich pro Tag durch die Gänge. Der Archäologe Kent Weeks gründete das Theban Mapping Project, um die Gräber zu retten. Zuvor entdeckte er im Tal der Könige ein Grab mit 120 Kammern. Jetzt widmet er sich dem Erhalt der beeindruckenden Nekropole. Sein Team misst morgens und abends die Luftfeuchtigkeit. Am Morgen eines durchschnittlichen Besuchertages liegt sie bei 20%. Wenn die Touristen abends die Gewölbe verlassen, hat sie 85% erreicht.
Das Wüstenklima hat die abgeschlossenen Gräber jahrtausende lang konserviert. Nun stehen sie plötzlich vor dem Kollaps. Der Putz an den Wänden wird weicher und beginnt abzublättern. Die Farben verlieren ihre Kraft. Die gesamte Struktur der Gräber ist betroffen, weil die Säulen und Pfeiler irgendwann die Decken nicht mehr halten und zusammenbrechen. Um das Schlimmste zu verhindern, wurden die gröbsten Löcher der reich verzierten Wände einfach zugespachtelt. Eine Bekämpfung der Symptome. Kent Weeks möchte an den Ursachen arbeiten. Er hat ein Rotationsprinzip durchgesetzt, nachdem die Kammern zur Besichtigung geöffnet und geschlossen werden. Gleichzeitig sorgt er vor für den Tag, an dem möglicherweise keines der Gräber mehr zugänglich sein wird. Weeks arbeitet an der virtuellen Begehung des Tals der Könige. Interaktive Führung durch die Grabkammern, die er für jedermann im Internet zugänglich machen möchte. So bliebe auch die letzte Ruhe der Pharaonen gewahrt. Sicher hätte kein Pharao damit gerechnet, dass einmal 8000 Menschen täglich in sein Grab kommen. Die Gräber wurden ausschließlich für den Pharao und seine Götter gemacht. Sie waren als verschlossene Räume angelegt, die niemand betreten durfte. Wir sind hier Eindringlinge. Die Baumeister haben nicht für eine solche Anzahl Touristen geplant. Das Büro von Kent Weeks ist sein Schiff. In Sichtweite der antiken Tempel erarbeitet er im Auftrag der ägyptischen Altertumsbehörde einen Masterplan. Ermittelt wird die kritische Größe der Touristenzahl, die das Tal der Könige verträgt, ohne weiteren Schaden zu nehmen. Der gelernte Archäologe wird zum Berater. Aus Grabungsplänen werden Businesspläne. Egal, wo ein Archäologe heutzutage arbeitet, in Mexiko, Guatemala oder Istanbul, muss er zunächst die Gelder dafür auftreiben. Und das wird aufgrund von steigenden Kosten durch neue Technologien und Arbeitskraft immer schwieriger. Archäologen verbringen heute genauso viel Zeit mit dem Beschaffen der Mittel wie im Feld. Die Archäologie hat in Ägypten erst den Boden für den Besucheransturm bereitet. Über 7 Milliarden Euro spülen die Touristen jedes Jahr in die öffentlichen Kassen. Verständlich, dass die Regierung alles dafür tut, den Kult um ihre Vorfahren zu unterstützen. Und so bekommt Ramses II. Über 3000 Jahre nach seiner glanzvollen Regierungszeit wieder einmal einen großen Auftritt. Eigentlich ist es nur der banale Transport seiner Statue. Doch der gerät zum Volksfest. Eine Fanmeile für einen Pharao. Ein riesiger LKW wurde so umgebaut, dass der Gottkönig stehend aus dem Smog der Hauptstadt in einen Vorort Kairos geschleppt werden kann. Ramses der Große fesselt die Menschen. Heute wie vor 150 Jahren. »30 Jahre hat Mayet in Ägypten gegraben und geforscht und die letzte Zeit wie ein Besessener nach der Mumie des großen Ramses gesucht. Er trotzte dem extremen Klima, Räuberbanden und Überfällen. Doch gegen die Diabetes ist er machtlos. Heinrich und Emil Brugsch wissen, wie schlecht es um ihren Mentor bestellt ist. Bei ihrem letzten Besuch bringen sie gute, ja sensationelle Neuigkeiten. Auguste, wir müssen dir etwas sagen. Es gibt etwas Neues. Die Polizei hat etwas gefunden. Ein verstecktes Königsgrab. Wahrscheinlich auch mit der Mumie von Ramses II. Ist das wahr? Ja, in einem Versteck. Emil, dein Bruder wird wieder nach Berlin gehen. Aber du kannst zu Ende bringen, was ich nicht mehr schaffen werde.
Finde Ramses. Tu es für mich. Emil Brooks reist in aller Eile nach Luxor. Er darf keine Zeit verlieren, denn Nachrichten über neu entdeckte Königsgräber sprechen sich schnell herum. Ob der Polizei wirklich der große Fang gelungen ist? Laut Polizeibericht befindet sich das Grabversteck, die sogenannte Royal Cachette, einige Kilometer südlich vom Tal der Könige. Mitglieder der berüchtigten Grabräuberfamilie Rasul führen Emil Brooks zu der Stelle. Ist das eine Falle? Oder ist dieses unscheinbare Loch wirklich die letzte Ruhe für den größten Pharao? Generationen der Familie Rasul haben vom Verkauf von Grabbeigaben gelebt. Das Wissen um die Lage der Kammern ist ihr Kapital und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Bis heute. Tatsächlich leben die Nachfahren der Rasuls noch immer in Konna, dem legendären Grabräuberdorf. Und noch immer suchen sie nach Königsgräbern. Heute allerdings ganz offiziell. Als Helfer des Deutschen Archäologischen Instituts in Dra Abu el Naga, einer Nekropole nur wenige Kilometer vom Tal der Könige entfernt. Seit 1991 erkundet das DAI den riesigen Friedhof. Ein Ziel des Grabungsleiters Daniel Pols ist es, mehr über die Übergangszeit vom Mittleren zum Neuen Reich, die sogenannte Zweite Zwischenzeit um 1600 vor Christus, zu erfahren. Eine Beschäftigung mit der Zweiten Zwischenzeit bedeutet gleichzeitig auch eine Beschäftigung mit der Epoche, die zu einer Blütezeit des alten Ägypten führt, nämlich dem Neuen Reich. Das ist der Grund unseres Interesse an dieser Zeit, die eben zu einem Staatengebilde führt, was es in der damaligen Zeit in der alten Welt eben kaum gegeben hat. Pols tritt in die Fußstapfen von Mariette, der hier schon 1870 nach Königsgräbern suchte. Auch heute noch nährt die Fantasie der Archäologen ein Fund, der seit 1830 im Britischen Museum ausgestellt ist. Der vergoldete Sarg des Pharaos Nubtschepare, ein König der zweiten Zwischenzeit aus Dra Abu el Naga. Doch Angaben zur Lage der Grabkammer wurden nicht überliefert. Für Pols begann eine Detektivarbeit. Ausgangspunkt für Mariette war ein Papyrus, der ebenfalls im Britischen Museum in London gelagert wird und in dem relativ genau beschrieben wird, wo die Grabanlage des Königs zu finden ist. Der sogenannte Papyrus Abbott ist der antike Bericht einer Kommission, die bereits 1115 vor Christus Schäden an den Königsgräbern untersuchte. Darin findet sich der Hinweis, dass diese sich in unmittelbarer Nähe einer Pyramide befinden. Pols identifizierte diesen Platz als den Ort, an dem die beschriebene Pyramide einst stand. Er entdeckte zudem, dass unter der Pyramide Schächte verlaufen. Die unterirdischen Stollen führen bis zu 10 Meter in die Tiefe. Doch die untersuchten Schächte bergen keine Königsgräber. Der leere und beraubte Sarg, den die Archäologen vorfanden, gehört zu einer privaten Grabanlage eines Würdenträgers der staatlichen Verwaltung. Die Suche nach den in Dra Abu el Naga bestatteten Pharaonen geht weiter. Pols treibt die Hoffnung an, dass mögliche Plünderer oder frühe Archäologen wenigstens die wissenschaftlichen Schätze zurückgelassen haben. Vieles, was die Grabräuber nicht interessiert, interessiert uns und umgekehrt. Wir sind weniger daran interessiert, heute irgendwelche Schmuckstücke oder Gold, Edelmetall irgendeiner Art zu finden, sondern aussagekräftige Reste der einstigen Grabausstattung. Emil Brooks steht am 6. Juli 1881 vor einer Riesensensation. Schnell! Macht schon! In einem Stollen, der ihn möglicherweise zu den unsterblichen Pharaonen führt. Es ist der Moment, der den Archäologen selbst unsterblich machen könnte. Schon die ersten Meter lassen keinen Zweifel. Der Stollen ist tatsächlich ein Grabversteck. Särge liegen in diesem Bergverlies quer durcheinander,
Grabbeigaben überall. Die Räuber haben sich hier nach und nach bedient. Die letzte Ruhestätte für die größten Herrscher des alten Ägypten. Und dazu zählte Ramses II. In der Royal Cachette findet Emil Brugsch 36 Särge, darunter die des Thutmosis III., Setos I. und Ramses II. In seinen Aufzeichnungen wird er sich der Bedeutung seines Erfolges bewusst. Stolz bin ich, dass mir als Deutscher das Glück zuteil wurde, die alten Pharaonen nach Kairo zu begleiten, wo ihnen im dortigen Museum ein Ehrenplatz angewiesen werden wird. Wohl selten hat der heilige Strom eine edlere Fracht getragen. Am 14. Juli 1881 segelt Emil Brugsch mit seinem kostbaren Fund nilabwärts. Aus Angst vor Dieben hatte Brugsch absolutes Stillschweigen angeordnet. Doch im ganzen Land hatte sich herumgesprochen, dass die großen Pharaonen auf dem Weg in die Hauptstadt sind. Auch in den Straßen von Kairo verabschieden sich die Ägypter voller Ehrfurcht von ihren einstigen Herrschern. Auguste Mariette erlebte den Erfolg seines Assistenten nicht mehr. Heute wacht das in Stein gemeißelte Ebenbild Mariettes vor dem Ägyptischen Museum über Ramses II. Die Mumie des Pharaos liegt tatsächlich an einem Ehrenplatz. Doch die erhoffte ewige Ruhe ist Ramses nicht mehr vergönnt. Das Aufspüren der Mumie des mächtigen Herrschers des antiken Ägypten ist ein Symbol für die Entstehung einer Wissenschaft. Archäologen retten historisches Wissen vor Grabräubern. So beginnt sich der Nebel über den Anfängen Ägyptens zu lichten.